Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Ich bin mittlerweile in so vielen Teams, dass ich manchmal so ein bisschen den Überblick verliere, wo ich was suchen müsste. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, mir das zu erleichtern? Klar, ich finde ja da die Suchfunktion in Teams super. Ich habe oben eine Befehlszeile, in die ich etwas eingeben kann. Also ich kann nach Texten suchen, Datum, Dateien, was auch immer man tatsächlich gerade sucht, auch nach Personen. Beispielsweise können wir das ja mal an unserem Videoskript für diese Drehreihe machen. Da hatten wir doch irgendwo ein Dokument abgelegt. So, hier links drüben wird mir dann das Ergebnis angezeigt. Du siehst hier oben auch, dass ich verschiedene Registerkarten habe. Also ich kann nach Nachrichten schon mal vorfiltern, Mitgliedern oder eben direkt Dateien. Mhm. Und so kann ich auch direkt dorthin springen, wo denn eigentlich die Konversation überhaupt war, und das Dokument öffnen. Okay, super. Das heißt, ich lande dann auch direkt auf dem Dokument und kann genau. Da weiterarbeiten. Ja. Klasse, cool. In der Nachricht landest du dann automatisch in der Konversation, wo du es geführt wurdest. Alles klar. Ein kleiner Tipp vielleicht noch für dich, Lisa. Du kannst auch filtern und den Zeitraum ein bisschen eingrenzen. Also wenn du jetzt weißt, boah, das ist jetzt schon ein Jahr lang her, könntest du den Datumsbereich auswählen, wann du genau spezifisch filtern möchtest. Oder aber auch, wenn du weißt, ich wurde als Person dort erwähnt. Also du kannst über diese Filterfunktion tatsächlich sehr, sehr viel einstellen. Das heißt, in Zukunft muss ich nicht immer dich fragen, sondern ich suche einfach über die Suchfunktion. Das wäre super, ja.